Hallo, heute prüfen wir die Belegreife unseres Estrichs. Den haben wir vor mittlerweile schon einigen Monaten gegossen und nun wollen wir Parkett draufkleben. Und dazu muss der Estrich trocken sein, das heißt, er darf eine Restfeuchte von 2% nicht überschreiten. Ansonsten würde sich unser Parkett, wenn wir es dann draufkleben würden, dann natürlich vollsaugen mit Holz und würde sich wellen und wieder ablösen. Und deshalb müssen wir also jetzt, bevor wir hier drauf gehen können mit dem Parkett, die Restfeuchte messen. Dazu haben wir uns diesen Restfeuchtemesser ausgeliehen. Den haben wir uns also nicht selber gekauft, das wäre viel zu teuer. Das ist ein Testo 616. Und mit dem prüfen wir jetzt die Restfeuchte unseres Estrichs. Das ist ganz einfach, das Gerät. Ich gehe mal ein bisschen näher ran mit der Kamera, schalte mal hier an. Dann zeigt er uns hier schon den Zahlenwert an. Und jetzt wählen wir hier unten das Programm aus, in dem Falle jetzt für mineralische Testobjekte. Haben wir jetzt hier die verschiedenen Optionen, in dem Falle also M1 wäre richtig. Das ist also schon unser Estrich. Das bestätigen wir und können dann anfangen zu testen. Und dazu machen wir also nichts weiter, als dass wir diesen Restfeuchte Messer. Jetzt muss mal die Kamera mitgehen. Einfach hier auf unseren Boden auflegen. Und dann sehen wir hier einen Wert von 2,5, 2,6. Das schwankt. Und wenn man mit der Hand rankommt, dann verändert sich der Wert auch wieder. Den Wert notieren wir dann. Haben wir hier schon gemacht. Gehen wir an den anderen Punkt. Wichtig ist, dass wir verschiedene Punkte auswählen in unserem auf unserem Estrich, und zwar auch verschiedene Punkte dahingehend, wie dann darunter die Heizschleifen der Fußbodenheizung verlegen. Dort, wo also keine Heizschleife liegt, muss man messen, und dort auch, wo die Heizschleifen liegen, weil es ja unterschiedlich austrocknet. Dort, wo die Heizschleifen liegen, trocknet es etwas besser aus. Dort, wo die Heizschleifen nicht liegen, trocknet es schlechter aus. Die Werte schwanken ein bisschen, das lässt sich leider nicht vermeiden. Wichtig ist, dass man also nicht drauf drückt, sondern das einfach nur lose auflegt. Hier wird ein elektromagnetisches Feld in den Boden geschickt, und je nachdem, wie stark sich das dann ausprägt, kann man darauf dann auf die Restfeuchte schließen. Gehen wir nochmal weiter. Und schließlich noch einen letzten Punkt. Ja, und wir notieren die Werte, wir sehen, die sind noch etwas zu hoch. Das bedeutet für uns, das heißt, wir müssen noch etwas warten. Wir haben die letzte Feuchtemessung vor etwa einem Monat gemacht. Dort lagen die Werte noch um etwa 1% höher. Jetzt sind sie also schon fast in dem Bereich, wo man belegen könnte. Wir warten also jetzt hier noch eine Woche bis 10 Tage. Dann leihen wir uns das Gerät nochmal aus oder auch nicht, weil wir ja schon eine gewisse Tendenz feststellen können. Und wenn dann die Werte also sozusagen flächendeckend unter, also in allen Messpunkten unter 2% liegen, dann können wir also hier getrost mit dem Belegen mit Klebeparkett beginnen.